fertig, krieg ihre Nummer. Nigga, du kriegst von keiner eine Nummer. Wart's ab, du Schwachkopf. Hallo, Schätzchen. Okay, mach keine Zicken und gib mir deine dämliche Nummer. Mach schon! Los, Beeilung! Na, wird's bald. Ja, damit. Cool, cool, cool. Also, ich ruf dich dann so um 5 an, okay? Ist das klar? Ja, ja. Sehr gut, Schätzchen. Pass auf dich auf, hm? Ich hab dir doch gesagt, ich krieg ihre Nummer. Hi, schönes Kind. Ach, bitte. Hey, Mister! Was gibt's, kleiner Mann? Sie versuchen gerade, meine Mama anzubaggern. Blödsinn, nein, kleiner Mann, ich wollte nur... Geben Sie mir einen Dollar und ich lasse euch in Ruhe. Niedlich, der Kleine. Übrigens, mein Name ist Ashtray. Und ich heiße Dashiki, das ist Suaheli und heißt, wie es die Hunde tun. Oh, hübscher Name. Das sind meine Kinder. Hallo alle zusammen. Also Kinder, was sagt man, wenn man einem netten Mann begegnet? Bist du mein Daddy? Oh. Ich wollte nur sagen, dass ich gern mit dir ausgehen würde. Oh, mit dir und deinen Kindern. Das klingt gut, aber ich werde in ein paar Tagen aus dem Viertel wegziehen. Ehrlich? Weißt du, ich kann es kaum erwarten, dass ich hier rauskomme. Hör mal zu. Ich habe dich zwar gerade erst kennengelernt, aber du kannst gerne mitkommen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die ganzen Windeln zu wechseln. Ist das alles die Windeln? Ich habe meinem Vater früher andauernd die Windeln gewechselt. Das ist gar nichts. Hör zu. Du denkst mal drüber nach, okay? Und wenn du es ernst meinst, sag mir Bescheid. Ist das nicht der Schicki, die da drüben diesen Penner abknutscht? Hm. Ehrlich, da drüben. Siehst dir an. Ja, oh, verdammt. Ich sollte das Arschloch sofort aufschlitzen. Oh, Pick, bleib auf dem Teppich, ja? Die Sache ist längst gegessen. Denk doch mal nach, Nigger. Du bist jetzt 5 Jahre im Knast gewesen. Mann, das waren doch nur 1825 Tage. 6 Stunden und 13 Minuten. Sie hätte warten können. Ja, ja, wie auch immer. Du willst doch nicht wieder im Knast landen. Ach Mann, ich hab keine Angst vor dem Knast. Was soll der Schwachsinn? Du redest ja wie eine Memme. Eine Memme? Ich hab keine Angst vor der Zelle. Scheiße, Mann, es ist mir völlig egal, wenn ich wieder in den Knast muss. Bring mich doch in den Knast. Bring mich doch in den Knast. Sperrt mich ein! Sperrt mich ein! Schmeiß den Schlüssel weg! Schmeiß den Schlüssel weg! Ich würd auch einen Arschfick machen! Oh nein, der ist ja verrückt geworden. Ich mach mich vom Acker. Da stehst du allein, Bruder. Ach, kommt schon, Leute. Ihr seid noch nie mit einem Mann unter der Dusche gewesen und habt gesehen, wie das Seifenwasser seine Arschritze runterläuft. Und naja, und dann... Ah! Angeschmiert, oh Mann! Das war nur ein Witz, ich hab euch angeschmiert. Puh. Los, kommt, wir verschwinden. Okay. Tja, normalerweise küsse ich nicht so, wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe. Aber du bist was Besonderes. Wie heißt du nochmal? Cigarette? Ashtray. Ja, Ashtray. Na kommt, Kinder. Hey, Dumpfbacke, ist dir klar, dass du gerade jeden Nigger abgeknutscht hast? Los, komm mit. Ich muss runter zum Laden Nachschub holen. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Woo! Also, die da ist wirklich was Besonderes. Warum erzählst du den ganzen Quatsch über die Weißen und reißt dann weiße Frauen auf, du Idiot? Weißt du, ich will nur das mit weißen Mädchen tun, was der weiße Mann seit 400 Jahren mit uns getan hat. Ja, und das wäre? Sie aufs Kreuz legen. Andy Joe! Oh, du bist cool. Du bist cool.
ein herrlicher Anblick. Das ist mein Lieblingsladen. Hey, ich gehe jetzt da rein und besorge mir ein feines Likörchen. Düst du darüber und hol ein paar Paprikachips. Oh, kriege ich das Wechselgeld? Du spinnst wohl, das sind 10 Dollar, du Halsabschneider. Bring mir ja den Rest zurück. Blöd, Mann. Na, wie geht's, du alte Pappnase? Hey, stopp! Haben wir ein Problem, Toothpick? Ich fragte, haben wir ein Problem? Oh, oh ja, wir haben ein Problem. Hier, Mann. Ah, ja. Na, was ist das? Euer Problem. Okay, wir spielen ein kleines Spiel. Ich hab gefragt, haben wir ein Problem? UDSSR? Hey, ihr bewegt besser eure stinkenden Arsche hier weg, bevor ich einen nuklearen Holocaust veranstalte. Los, Kapitän, halt die Kost, die los, los, weg, los! Das wird Hiroshima und Nagasaki werden. Los, Alter, los, verschwindet ihr alle, wenn ihr seid. Und lasst euch nicht mehr blicken. Los, Trey, bewegt deinen Arsch hierher. Hallo? Hey Mann, hast du mich gescrollt? Ja, bist du soweit? Ja, kann losgehen. Bis gleich. Mega! Ich schau Ihnen auf die Finger. Bezahlen. Schnell kaufen und bezahlen. Schnell kaufen und bezahlen. Pass bloß auf. Hey, 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 Sie. Sie haben was verloren. Hey, pass bloß auf, ich mach dich fertig! Oh. Yeah. Dir zeige ich's noch. Gib mir mein Geld wieder. Oh, klasse. Schokoriegel. Hey, Miss Reisfresser. Hey, ich rede mit dir. Was kostet der Schokoriegel? $5. Was? Für $5 kriege ich aber noch einen geblasen und ein paar nette Worte wie ich liebe dich oder so. Sie nicht wollen, sie nicht kaufen. Hey, hör zu. Wir zahlen nur für die Chips und das Eis, okay? Scheiße. Komm, wir verziehen uns, bevor mich diese Leute noch zum Wahnsinn treiben. Hey, hör auf, so an dem Eis zu lecken, sonst stelle ich dich an die nächste Ecke und mach Kohle mit dir. Ihre Mutter tut mir wirklich leid. Was sagst du über meine Mama? Ich will kein Ärger haben. Verzieht euch. Geht heim. Kommt nie wieder. Was hast du über meine Mama gesagt? Jetzt pass mal auf. Was kaputt? Sie bezahlen. Kohle $5. Nein, Locke, was machst du da? Komm! Essiggurken! $10! Gib mir sofort mein Geld! Her damit! Gib mir mein Geld sofort her damit! Gib mir... Oh nein! Wer verrückt geworden? Hält 1995 Sonderangebot los! Hey, Locke, hast du einen Knall? Was zum Teufel hast du getan? Ja, das war ich nicht. Ich hab niemand was getan. Fang! Wieder. Schönen Tag noch. Ach ja. Aha. Er ist klasse. Mhm. Los, komm, Trey, wir verschwinden hier.